Gleich drei Destillerien schauen wir uns in dieser Folge an, Kilbeggan, Tullamore und Dingle, und stoßen auf den wesentlichsten Unterschied zwischen unabhängigen Brennereien und Großkonzernen. Nach einer sehr erholsamen Nachtruhe in unserem ruhig gelegenen Apartment schafften wir einen frühen Start in einen neuen Tag, der gleich zwei der bekanntesten Destillerien Irlands auf der Agenda hatte, Kilbeggan und Tullamore. Alle Akkus waren zum Bursten geladen, alle Daten gesichert und so machten sich zwei zufriedene, hochmotivierte IT-Techniker auf, um zu genießen, was da kommen sollte. Kilbeggan Destillerie wurde um 1750 herum gegründet und 1840 von der Familie Lockie, deren Namen immer noch auf diesem alten Schornstein prangt, übernommen. Diese sollten über Generationen hinweg für über 100 Jahre die Brennerei relativ erfolgreich führen. Aber leider machte die Geschichte auch hier keinen Halt. Und nach dem Unabhängigkeitskrieg und den Weltkriegen und dem Ausruf der Prohibition in den Vereinigten Staaten mussten sie 1954 ihre Tore für immer schließen. 1988 kaufte John Teeling dann das ganze Anwerk auf, um seinen Plan zu verfolgen, den bei Coolies produzierten Whisky hier in den Lagerhäusern reifen zu lassen. Der Brennereiteil war von den Einwohnern von Kilbeggan liebevoll restauriert worden und in ein Museum umfunktioniert. Und daraus wurde dann mit viel Liebe zum Detail das Lockies Whisky Museum erschaffen, das wir uns jetzt ansehen. Nee, machen wir nicht. Weil man im Museum nicht filmen darf, außer man meldet sich Wochen vorher bei deren Rechtsanwalt und ja klar, dann halt nicht. Ich ließ es mir trotzdem nicht nehmen, mit der Drohne eine Runde um das Haus zu fliegen und im Innenhof darf man zumindest Bilder machen. Ich machte halt viele Bilder. Es gibt nämlich doch einiges zu erzählen über Kilbeggan. Gerade in jüngerer Vergangenheit passierte hier so manches. Zum Beispiel am 19. März 2007, zum 250-Jahre-Jubiläum der Brennerei, wurde im Vorfeld bereits viel Aufwand betrieben, um die Destillation wieder aufzunehmen. Eine Potstill aus dem 19. Jahrhundert wurde restauriert und auf den Tag genau 54 Jahre nach der Schließung das erste Mal wieder befeuert. Seither werden hier in den alten hölzernen Washbacks und Fermentationstanks und der kleinen und anscheinend ältesten 1500 Liter Potstill in Irland jährlich 250.000 Flaschen produziert und gelagert. Logischerweise in Fässern. Traditioneller geht fast nicht. Cooley Distillery verwendet bis zum heutigen Tag die Lagerhäuser, um ihre Whisky-Sorten wie Connemara oder Tyrconnell hier reifen zu lassen. Und seit der Neueröffnung wird hier auch Kilbeggan, ein Traditional Irish Whisky, produziert. Und wären sie nicht zusammen mit Coolies von Beam Suntory geschluckt worden, würde John Teeling und seine Söhne wohl immer noch, stolz und unabhängig, durch die Hallen schreiten. Wir fuhren weiter zur nächsten Brennerei, einer wahren irischen Ikone mit dem Namen Tullamore.
1829, also ein Jahr bevor Robert Stein der Weltöffentlichkeit seine Column Still präsentierte, wurde hier in der schönen Stadt Tullamore, inmitten eines Anbaugebietes für Gerste und Weizen, die Tullamore Distillery gegründet. Im zarten Alter von 14 Jahren begann hier Daniel Edmund Williams seine Karriere und sollte es durch harte Arbeit bis zum Distillery bzw. General Manager schaffen. Im Jahr 1887 kreierte er dann das bekannte Logo, in dem er seine Initialen DEW, Tullamore Dew, zum Logo hinzufügte. 1950 kamen noch die beiden Wolfshunde hinzu, die als typische irische Eigenschaften Loyalität bzw. Stärke repräsentieren sollten. Wir haben freundlich gefragt, ob wir während der Tour filmen durften. Sie haben ja gesagt, weswegen ich sofort zwei T-Shirts und ein Glencairn-Glas und die Tour und ein Tasting gebucht habe. Und so macht man Geschäfte, all ihr anderen. Tullamore Dew wird dreifach destilliert und ist ein Blend aus gleich allen drei Arten von Irish Whisky: Pot Still, Grain und Malt Whisky. Er hat in den vergangenen Jahren mehr als 30 internationale und nationale Preise gewonnen. Aber auch die Single Malts von Tullamore sind hervorragend und gehören in jede Sammlung. Seit 2010 gehört die Brennerei William Grant & Sons und ist somit unabhängig im Besitz einer schottischen Familie, in bester Gesellschaft mit Glenfiddich und Balvenie, um nur ein paar Einzelne zu nennen. Hier in der alten Brennerei befindet sich nur noch das Besucherzentrum. 2013 wurde der Neubau einer Brennerei außerhalb der Stadt verkündet. Grund genug, dort vorbeizuschauen und mit der Drohne unauffällig vorbeizugleiten. Seit 2014 wird in dem schmucken Neubau auf drei Pot Stills, Single Malt und Pot Still Whisky gebrannt, als auch vor Ort gelagert. Man war hier immer sehr innovativ. So waren Tullamore die Ersten, die ihre Brennerei beispielsweise für Besucher öffneten oder für Glenfiddich ein Solera-Konzept versuchten. Es war noch recht früh am Tag, deswegen entschieden wir kurzerhand einen kleinen Umweg zu machen und bei einer recht neuen, aber umso spannenderen Destille vorbeizuschauen. In Milltown, bei der in einer alten Sägemühle untergebrachten und sehr unabhängigen Dingle Distillery. Diesmal wollte das Wetter nicht mitspielen, also umfunktionierten wir kurzerhand den Kofferraumdeckel zum Regenschutz. Hier in der Dingle Distillery, Europas westlichster Brennerei, floss im Dezember 2012 der erste Tropfen Whisky durch die Kondensatoren. Und das war in der Tat der erste Tropfen Whisky, der außerhalb der drei großen Brennereien produziert worden war und damit der erste unabhängige Whisky. Unabhängig denkend waren auch die drei Herren, die die Dingle Destillerie gegründet hatten und damit beschlossen, gegen all die Großen anzutreten, indem sie das Augenmerk eher auf die Qualität als auf die Quantität legen würden, um den ultimativen irischen Whisky zu produzieren. Die Dingle Destillerie ist klein, aber fein, produziert in etwa 2 Fässer Whisky am Tag. Ähnlich wie beim alten Konzept von Buchladich kann man hier ein Dingle Distillery Founding Father werden, indem man vorab ein Whiskyfass kauft, wobei man die Lagerdauer und den Fasstyp dann selbst bestimmen darf. Produziert wird auf 3 kupfernen Pot Stills, die ich netterweise auch ohne Führung komplett unangemeldet schnell filmen durfte. Destilliert wird sowohl ihr Pot Still Whisky als auch ihr Single Malt dreifach. Ein weiteres Mal zeigte sich der deutliche Unterschied zu den großen Konzernen. Die Angestellten waren einfach super nett und hilfsbereit. So ein Empfang von uns zwei mit Kameras und Mikros bewaffneten Gestalten fällt bei den Großen schon deutlich kühler aus. Nach getaner harter Arbeit
fuhren wir zurück in unser Water Lane Apartment, um dort die zweite Nacht zu verbringen. Vorher jedoch wollten wir von dort aus einen kleinen Spaziergang in die Stadt Galway zum Zwecke der Nahrungsaufnahme und eventuell auch der Einnahme eines kleinen Schlummertrunks starten. In der nächsten Folge treffen wir an den Klippen von Moher auf ein Sprachgenie und schauen bei der Jameson Experience vorbei, bevor wir in Dublin den Bezirk Temple Bar unsicher machen. Damit unser Kanal weiter wachsen kann, brauchen wir deine Hilfe. Vielleicht kennst du ja jemanden, der sich auch für Whisky interessiert und kannst uns weiterempfehlen. Schau doch mal unter der Rubrik Playlists unsere Reise nach Islay an oder noch besser die Playlist Vlogs auf Deutsch. Jeder Klick und jede Minute Spielzeit helfen, auch freuen wir uns über jeden Kommentar. Bitte nutze auch die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren und gib uns einen auf die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn sich was tut. Das kostet nichts außer einer Anmeldung. Danke.